Vielen Dank für die ganzen teilnehmenden Lehrer, die wahrscheinlich nach einem anstrengenden Online-Schooling oder selbst eben auch Homeschooling jetzt auch noch sich in die Forschungsreise begeben. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich freue mich. Es war natürlich ein ganz tolles Erlebnis für uns auch damals analog hier vor Ort mit den Lehrern im Labor zu arbeiten. Ja, ich selbst habe in Bonn Biologie studiert. Ich komme aus Rheinland-Pfalz, bin dann ein Stückchen weiter nach Bonn, habe dort studiert, was mir sehr großen Spaß gemacht hat. Und habe dann im Rahmen meiner, damals war es ja noch Diplom, jetzt ist es Masterarbeit, auch in Zürich an der ETH gearbeitet. Dann bin ich nach Würzburg, habe dort promoviert, und zwar im Bereich der kardiovaskulären Forschung. Und bin dann nach Berlin und hier, wie Micaela eben ja schon sagte, Gruppenleiterin. Ja, und arbeite jetzt zwar auch noch ein bisschen an der kardiovaskulären Forschung, Schwerpunkt ist aber ein bisschen jetzt doch die Entwicklung des Nervensystems. So, jetzt Micaela, ich weiß gar nicht, war das jetzt okay, dass das Unmute? Ich bin aber zu hören, ne? Weil da jetzt nochmal ein Fenster aufpoppte. Genau. Und ich hoffe, ich finde jetzt in dem Vortrag so ein bisschen die richtige Mischung aus doch Grundlagen, aber auch so den neuesten Erkenntnissen wirklich, die wir hier tagtäglich vor Ort mit meinem Team natürlich durchführen. Im letzten Jahr habe ich das sehr grundlagenmäßig dargestellt und habe aber gemerkt, dass die Lehrer doch sehr, sehr großes Wissen hatten, aus ihrem Studium auch, und habe da jetzt doch einige detailliertere Sachen mit in den Vortrag reingebracht. Wenn Fragen sind, bitte einfach unterbrechen, entweder unmuten und mich unterbrechen oder Fragen in den Chat stellen. Micaela würde das dann moderieren entsprechend, ja, damit das jetzt nicht ein zu langer Monolog eventuell wird und Leute dann komplett verloren gehen, falls da Verständnisfragen sind. Genau, dann würde ich jetzt einfach schon mal meinen Bildschirm teilen und mit dem Vortrag starten. So, das ist die erste Folie, aber da hatte, jetzt muss ich mir selber das mal hier freischalten. So, Micaela hatte ja schon den Titel genannt. Ich möchte nur darauf hinweisen, das war letztes Jahr ein bisschen, vielleicht ein kleines Missverständnis. Wir arbeiten nicht direkt an der Krebsforschung, aber unsere Daten, und da kommen wir ganz am Ende zu, sind durchaus auch relevant für die Entstehung von Krebs. Das ist aber ganz, ganz neu. Deshalb ist es mal im Titel drin geblieben einfach. Ja, aber ich kann jetzt keine wirklichen Grundlagen zur Krebsforschung hier demonstrieren. Das ist nicht unser Forschungsschwerpunkt. So, was ist unser Schwerpunkt? Das ist jetzt mal hier dargestellt. Und zwar sind das die Neuralfalten eines frühen Embryos. Und zwar sind das zum Tag 8 in der Mausentwicklung, also Schwangerschaftstag oder Trächtigtag. Tag 8, und das entspricht in etwa der Schwangerschaftswoche 4 beim Menschen. Und das sind diese Stadien, diese winzigen, kleinen, sich entwickelnden Mausembryonen hier mit den Neuralfalten. Das ist so das Zentrum unserer Forschung derzeit. So, ich möchte mal kurz eine Einleitung geben, damit alle Lehrer ungefähr wissen, was auf sie zukommt. Ich würde einen ganz kurzen Einblick in die Gehirnentwicklung geben, dann auch sagen, was sind Zilien, was sind Ziliopathien und was sind vor allem die offenen Fragen im Feld der Ziliopathien. Und da gibt es, das werden Sie sehen, viele. Und das ist eigentlich typisch für die Wissenschaft. Am Ende steht man mit viel mehr Fragen da als Antworten. Und dann möchte ich eigentlich zwei Projekte kurz erklären und darstellen, die wir hier gerade im Labor durchführen. Eines dieser Projekte ist gerade frisch publiziert worden im Januar in dem Fachjournal Development. Das andere Projekt ist noch nicht publiziert. Das ist eingereicht, das Manuskript, und wir sind gerade in dieser sogenannten Revision. Und zum Schluss dann eine kurze Diskussion mit Ausblick und dann natürlich gerne Fragen. So, wie gesagt, wir arbeiten an
Signalwegen in der kortikalen Entwicklung und wie wir dann auf die Zilien kommen, das erkläre ich dann. Nochmal zur Wiederholung, das sind wie gesagt diese Neuralfalten, hier die Frontalansicht auf diese entwickelnde Mausembryon, das sind die Neuralfalten hier zum Tag 8, wie gesagt, ungefähr vierte Schwangerschaftswoche beim Menschen, also sehr, sehr klein und man kann sich kaum vorstellen, dass sich aus diesen simplen morphogenen Strukturen dann irgendwann mal ein kompletter Kopf und ein Gehirn entwickeln kann. Aber so sieht das dann tatsächlich schon 10 Tage später in der Maus aus. Ja, also dann hat man schon einen Kopf und ein ausgebildetes Gehirn. Also das geht in der Maus sehr schnell, also innerhalb von 18 Tagen. So, und wo finde ich nun in diesen Neuralfalten, in diesen Zellen, die man hier sieht man auch schon die Evagination, wo sich die Augen entwickeln, wo finde ich denn hier die Zilien? Und ich möchte sagen, das hier zum Beispiel, diese Aufnahmen, das sind rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen. Die haben wir an der Charité gemacht, in Zusammenhalt dort. Und das sind hervorragende Aufnahmen, die man da machen kann. Also wirklich hochauflösende rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen. Und wenn ich da jetzt reinzoome, ne, auf diese Strukturen, dann sieht man hier die einzelnen Zellen des Neuroepithels, also das sind die Vorläufer der Neuronen, die dann später wirklich das komplette Gehirn bilden und eben die weiteren Strukturen auch den kompletten Kopf, ja, also die Gesichtsstrukturen. So, und jetzt sind natürlich, wenn man jetzt hier die Zilien suchen würde, das sieht ja sehr wuschelig aus hier auf den Neuroepithelzellen. Wenn man weiß, wonach man sucht, dann findet man das auch. Und das ist zwar hier. Das ist ein primäres Zilium. Ja? Alle anderen Strukturen, wie hier diese kleinen Härchen, das sind Mikrovilli, das sind andere Strukturen, die sind auch deutlich kleiner. Und dann gibt es noch Strukturen, das zeige ich immer wieder gerne, wie hier sowas. Ne? Das sind wie Telefonkabel. Ich belasse es mal bei dem Namen Telefonkabel, weil wir wissen nicht, was diese Strukturen tun und wofür sie da sind. Ich gucke mir immer wieder diese Bilder an und versuche alleine von der Morphologie zu verstehen, was die machen können. Wir wissen es aber nicht. Ja? Also das ist noch wirklich nicht erforscht und man kann hieran auch sehen, wie diese hochauflösenden mikroskopischen Bilder uns immer wieder auch neue, Strukturen vor Augen führen, die wir noch gar nicht verstehen in der Zelle. Und das ist jetzt auch ein Punkt, den ich nochmal betonen möchte, das zeigt auch, dass ich viele komplexe Strukturen in einer einfachen Zellkultur auch nicht unbedingt nachbilden kann. Also dafür braucht es doch nochmal den Blick in die Maus. Ja? Also wir sind doch noch bei vielen Fragestellungen darauf angewiesen, die Maus als Modellorganismus hier zu erforschen. So, jetzt haben wir also das Zilium schon mal gefunden. Man kann diese Zilien auch mit Hilfe von Antikörperfärbungen anfärben in der Immunfluoreszenz. Das ist hier dargestellt. Hier sind die Kerne dargestellt der Zellen. Und dann in Rot die Zilien. Ja, also die stehen wirklich wie so kleine Antennen von der Zelloberfläche ab. So, und wenn man jetzt, wie gesagt, nochmal hier ranzoomt, hier weiß man inzwischen, hier ist das Zilium oder auch hier ist das Zilium, unterscheidet sich also deutlich von diesen anderen Mikrovilli-Strukturen. Und hier ist mal so ein kurzer Snapshot. Was sind Zilien? Also es sind einfach Ausstülpungen der Zellen. Und man findet sie eigentlich auf allen postmitotischen Zellen. Postmitotisch ist eigentlich auch falsch, also in allen Interphasezellen. Ne? Also nach jeder Zellteilung bildet die Zelle eigentlich auch wieder ihr primäres Zilium. Auf polarisierten Zellen, wie zum Beispiel Epithelien, findet man sie auf der apikalen Seite in der Regel. Rein vom Äußerlichen her sehen diese Strukturen ja ziemlich simpel aus, ne? Also es ist nicht besonders spannend. Sie sind auch ja, recht klein, also 200 Nanometer in der Breite und unterschiedlich 1 bis 10 Mikrometer in der Länge. Aber sie haben ein relativ komplexes Innenleben. Das sieht man schon mal, wenn man eine andere Technik der Elektronenmikroskopie nimmt. Hier sind ultradünne Schnitte unter das Elektronenmikroskop gelegt.
Und hier sieht man sozusagen einen Querschnitt durch die Zelle. Und hier sieht man auch jetzt dieses primäre Zilium. Und da sieht man schon, ja, das ist diese Ausstülpung. Und in den Neuroepithelzellen ist eine Besonderheit, dass diese Zilium in dieser Tasche liegen. Also das ist wirklich eine Besonderheit der Neuroepithelzellen, ja. Und dann sieht man aber schon, dass dieses Zilium doch eine relativ andere Struktur hat im Vergleich zu allen anderen Organellen, die man in der Zelle findet, wie hier das Mitochondrium etc., ja. Und wie das aufgebaut ist, das ist dann am besten aber jetzt mal in einem Schema darzustellen. Wie gesagt, hier diese Pocke, diese Tasche in der Neuroepithelzelle und dann das Zilium mit der Membran. Und das Innenleben ist im Wesentlichen geprägt von diesen Mikrotubuli-Strukturen. Und dann gibt es aber gewisse Zonen auch. Das Mesenchym ist in verschiedene Zonen aufgeteilt. Eine wichtige Zone ist diese Transition Zone. Das ist ein wichtiges Gate sozusagen. Welche Moleküle dürfen in das Mesenchym shutteln? Welche bleiben draußen? Und dann ist dieser gesamte Schaft eigentlich sehr stark geprägt von diversen Molekülen, die auch einen Transportmechanismus bewirken. Ja, es gibt einen Transport nach oben, am Axonem entlang und es gibt einen Transport nach unten. Und es gibt bestimmte, gerade an der Basis des Ziliums, gibt es bestimmte Signalmoleküle, da werde ich später noch zu sprechen kommen. Dann ist das Zilium, und das ist eine andere Sache, also neben der Signalwirkung, die das Zilium hat, also Signalmoleküle sind hier lokalisiert, die wandern rein und wieder raus, hat das Zilium aber auch eine wichtige Funktion für das gesamte Zytoskelett, für das oder die Struktur der Zelle, wie man das hier sieht. An der Basis des Ziliums gibt es diese sogenannten Appendages und die sind assoziiert mit dem restlichen Mikrotubuli-Skelett der Zelle. Und aufgebaut wird das Zilium von den Zentriolen, also hier die Mutterzentriole und die Tochterzentriole. Und die Basis des Ziliums ist immer die Mutterzentriole. Und wenn ich jetzt schon die Zentriole angesprochen habe, da werden ja viele wissen, okay, der Zellzyklus, da sind natürlich die Zentriolen essentiell für die Zellteilung. Ja, also wenn ich jetzt die Zentriolen mir anschaue in der M-Phase, also in der Mitosephase, sind die natürlich essentiell für den Spindelapparat und die Teilung der Zellen, also die Separierung der Schwesterchromatiden. Und diese Zentriolen verschwinden dann aber eben nicht in der G1-G0-Phase, also in der Interphase nach der Zytokinese, sondern diese Zentriolen wandern dann eben zum apikalen Pol oder zu einem Pol der Zelle und bilden dann das Zilium. Also hier ist schon mal eine ganz klare Verknüpfung zwischen dem Aufbau und aber auch hinterher nach der G0-Phase, dem Abbau des Ziliums und der Zytokinese, also der Teilung der Zellen. Also die sind stark funktionell miteinander verknüpft. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, dass, wie gesagt, die Zilien nicht nur in Zellen vorkommen, die postmitotisch sind, die also keine Zellteilung mehr machen, sondern sie kommen tatsächlich in Zellen vor, die auch noch nach wie vor Teilung machen. Sie ziehen sich zurück während der Zellteilung, bauen sich dann nach der Teilung aber wieder auf, bauen sich dann wieder ab. Die Zelle kann sich wieder teilen, bauen sich dann wieder auf. Und dafür ist eben dieses Shuttling der Zentriolen und die Teilung der Zentriolen ganz essentiell. Ja, also Zentriolen ist wichtig für die Mitose der Zellen, aber auch für die Zilienformation. So, dann gibt es, ich habe im Wesentlichen bisher immer nur primäre Zilien gezeigt, wie hier, also ein Zilium pro Zelle, das ist als primäres Zilium bezeichnet und kommt auf fast allen Zellen, wie gesagt, vor. Und dann gibt es eben aber auch die Motilienzilien. Die primären Zilien sind in der Regel, sage ich, das gibt es aber auch Ausnahmen, in der Regel nicht unbedingt beweglich, da gibt es aber, wie gesagt, Ausnahmen im Node. Dann gibt es aber die motilen Zilien und die haben tatsächlich die Funktion, zum Beispiel in Epithelien, das Flimmerepithel. Diese Zilien haben eine ganz gerichtete Bewegung in ihrer Gesamtheit, in ihrer Gruppe
und sind dafür auch für den Transport zum Beispiel in der Lunge von der Mucosa verantwortlich oder auch im Gehirn von der zerebralen Flüssigkeit. Ja? Auch im Eileiter sind sie wichtig. Also auf vielen Epithelien im adulten Organismus kommen eben diese Zellen mit den multiplen motilen Zilien vor, während die primären Zilien sind eher eben, wie gesagt, Antennen für die Zellen, für die Chemo- und Mechanosensoren und für die Signalübertragung, wie zum Beispiel die Übertragung des Morphogens Sonic Hedgehog. Ja, ist ein wichtiges Morphogen in der frühen Embryonalentwicklung und ist ein wichtiger Signalbotenstoff, der viele weitere transkriptionelle Vorgänge in der Zelle in Bewegung setzt. So, das mal nur als Hintergrund ein bisschen hier nochmal weitere Abbildungen zu diesen Motilien und primären Zilien und wie sie im Querschnitt aussehen, beziehungsweise von ihrer Axonemstruktur. Das primäre Zilium hat diese klassische 9 plus 0 Duplettstruktur der Mikrotubuli. Das ist das Axonem, wie gesagt, aufgebaut von dem Basalkörperchen, also den Zentriolen. Die motilen Zilien sehen ziemlich ähnlich aus. Auch sie haben diese neuen Duplets, haben aber ein Duplett nochmal in der Mitte. Ja, und das unterscheidet sie auch im Querschnitt, wenn man das anschneiden würde und in der Elektronenmikroskopie sieht, kann man das sehr deutlich unterscheiden. Und sowieso in der Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen sieht man, wir haben das selbst auch schon an Gehirn-Ependymzellen gesehen. Das sind also wirklich wunderschöne Strukturen, die tatsächlich in diesem rhythmischen Schlagen dafür verantwortlich sind, dass sich Flüssigkeiten in die richtige Richtung bewegen. So, nun zu Ziliopathien. Also Ziliopathien sind eben eine Gruppe von Krankheiten, bei denen das Zilium nicht vorhanden ist oder defekt ist oder eben seine Funktion wie im Wildtyp nicht mehr ausführen kann. Die Gruppe dieser Krankheiten ist schon seit den 1990er Jahren bekannt. Und natürlich haben Zilien vielfältige Aufgaben im Organismus, die bisher auch noch nicht geklärt sind. Entsprechend unterschiedlich und vielfältig sind wirklich auch die Defekte, die mit den Ausfallerscheinungen von Zilien einhergehen. Ich habe jetzt nur mal wirklich ein Beispiel hier mal gezeigt. Wie gesagt, Ziliopathien, es gibt Zellen, die haben keine Zilien mehr, die können die nicht mehr aufbauen. Dann gibt es aber Zellen, das ist hier ein normales Zilium, hier ein zweites von der Nachbarzelle. Und hier gibt es dann eben Defekte im Zilium. Da haben die so Blebs, Ausbuchtungen, Auswucherungen. Manche Zilien sind zu kurz. Es gibt aber auch Zilien, die zu lang sind. Also die komplett defekt sind in ihrer Struktur. Es gibt aber auch in dem Zusammenhang, das ist jetzt wichtig zu betonen, da werde ich nämlich gleich in unseren eigenen Forschungsergebnissen darauf zurückkommen. Es gibt Ziliopathien, da sehen die Zilien ziemlich normal aus von ihrer Struktur, aber es fehlen gewisse Proteine, die wichtig sind für die genaue, exakte Funktion der Zilien in dieser bestimmten Zelle, in der sie gerade eine bestimmte Funktion durchführen müssen. Das ist sehr, sehr komplex und kompliziert und zeigt auch nochmal auf, wie heterogen Zilien in ihrer Funktion sein können. Defekte gibt es auch bei den multiplen Zilien. Das hier wäre eine normale Erscheinung, wenn man drauf schaut auf das Epithel im adulten Ventrikel. Hier, das sind die lateralen Ventrikel, die sind hier kollabiert in einem Gehirn. Da sieht man diese wunderschönen multiplen Zilien, hier in grün angefärbt. Die Zellumrandungen sind in rot. Und hier in diesem erkrankten Gehirn sind diese multiplen Zilien eben kaum noch zu sehen und auch in ihrer Ausrichtung nicht mehr in Ordnung. Und das führt zum Beispiel auch hier zu einem Hydrocephalus, also zu einer Ausdehnung der Ventrikel, eine krankhafte Ausdehnung der Ventrikeln. Ziliopathien, wie gesagt, sind unglaublich vielfältig. Fast alle Organe können betroffen sein. Angefangen vom Gehirn, ich hatte gerade den Hydrocephalus genannt. Es gibt aber auch
Erkrankungen der Mental Retardation, es gibt Defekte in der Retina, kraniofaziale Defekte. Das ist mal hier dargestellt, das ist, glaube ich, vielen geläufig, also Cleft Lip, Lippen-Gaumenspalte. Es gibt Defekte im Thorax, in der Rippenformation, Leberdefekte, Polydactyly, also zu viele Finger, ist eine ganz typische Erscheinung bei Ziliendefekten. Dann auch ganz wichtig nochmal zu betonen, es gibt Defekte des Herzens. Oft betroffen ist der Ausflusstrakt des Herzens und die Herzklappen. Dann natürlich Lungendefekte. Gerade bei multiplen Ziliendefekten kann natürlich die Lunge nicht mehr richtig funktionieren. Zysten sind ein sehr verbreitetes Erscheinungsbild bei Ziliopathien, kommt im Pankreas vor und vor allem in der Niere. Also das ist so das Paradebeispiel für Ziliopathien, zystische Nieren, die eben hier dargestellt sind. Auch Sterilität kann ein Defekt sein, wie ich ja auch eben sagte, ist ja auch dem Flimmerepithel, auch im Eileiter ist eben wichtig, dass man multiple Zilien hat. So, das ist jetzt einfach mal so ein Screenshot von Wikipedia, der aber ganz gut darstellt, wie viele bekannte Ziliopathien es gibt. Und diese Syndrome sind hier einfach mal aufgezählt, wie zum Beispiel Joubert-Syndrom ist relativ bekannt, Meckel-Gruber, das Spiedel-Bardet-Syndrom, was im Wesentlichen auch die Niere betrifft, ist hier genannt. Also da gibt es schon, also diese Liste könnte man inzwischen schon erweitern und wie ich eben schon erwähnt hatte, viele Gene, die betroffen sind und diverse Organe. Gut, wie gesagt, das ist bekannt, aber da würde ich jetzt auch dazu fügen, gerade wenn man jetzt auch mit Klinikern spricht, es ist nicht einfach, wenn man einen Patienten hat, diese Syndrome genau zuzuordnen. Also die genaue Anamnese und phänotypische Darstellung der Patienten und eine genaue Zuordnung zu einem bestimmten Syndrom ist gar nicht so einfach, ja, weil es sehr heterogen ist, viele Organe sind betroffen und die genaue Einteilung und Klassifizierung ist bis heute eigentlich nicht abgeschlossen und ist wirklich nicht einfach. Es braucht viel Erfahrung der Kliniker. Und es braucht vor allem wirklich eine übergreifende Anamnese. Ja? Dann ist der Neurologe gefragt, dann ist der Kardiologe gefragt, der Nephrologe. Am Ende müssen im Endeffekt viele Spezialisten auf diese Patienten schauen, um wirklich eine klare Anamnese und klare Klassifizierung durchführen zu können. Und das ist, wie gesagt, ganz schwierig. In diesem Zusammenhang gibt es, wie gesagt, noch viele offene Fragen, eben dieser genauen Einordnung der Syndrome. Ich will das nur mal an einem Beispiel hier darstellen. Das Bardet-Biedl-Syndrom versus dem Joubert-Syndrom. Da gibt es unterschiedliche Diagnosen, ja, wie zum Beispiel Adipositas, kommt eigentlich nur bei dem Bardet-Syndrom vor. Und Gehirnmissbildungen eigentlich nur bei dem Joubert. Aber hier dargestellt durch diese Sternchen, es gibt auch viele Überlappungen. Ja, und das zeigt eigentlich, wie schwierig es jetzt für einen Kliniker ist, da genau zu unterscheiden, hat der Patient jetzt nun das Bardet-Biedl-Syndrom, ist die Adipositas eventuell gar nicht related, ist das einfach wirklich durch eine Fehlernährung der Fall? Oder hat dieser Patient, diese Patientin ein Joubert-Syndrom? Das ist nicht einfach. Man kann natürlich ursächlich die Gene analysieren. Es sind ja einige bekannt, aber auch da gibt es wiederum ja auch Überlappungen. Dann zum nächsten offenen Fragepunkt. Das ist auch aus Wikipedia herausgenommen. Ich bin da normalerweise, das war aber eine wirklich gute Zusammenfassung, wenn man sich da durch die Fachliteratur wälzt, hätte ich hier noch 30 weitere Folien anhängen müssen. Und das hier ist eigentlich sehr gut zusammengefasst und passt auch wirklich sehr, sehr gut zu unserem Forschungsfeld. Es gibt vermutete weitere Ziliopathien. Die sind nicht eindeutig klassifiziert. Es wird aber vermutet, dass all diese Syndrome
auch etwas mit Missbildung oder mit der Missfunktion, Fehlfunktion von Zilien zu tun haben. Dazu gehört die Exenzephalie. Das ist, wenn Kinder auf die Welt kommen, tatsächlich ohne Gehirn. Ja, also das beruht darauf, dass sich das kraniale Neuralrohr, also vorne das Neuralrohr in der frühen Schwangerschaftswoche 4, nicht richtig schließt. Dann bleibt das offen und dadurch bildet sich zwar das Gehirn, aber es degeneriert und die Kinder kommen tatsächlich ohne Gehirn auf die Welt. Das ist natürlich letal. Geläufiger ist vielleicht die Erkrankung Spina bifida, also das offene, der offene Rücken, sagte man früher. Das kann operiert werden, wird operiert, hat aber lebenslange Side Effects. Ja, also es kann zwar chirurgisch entfernt, also korrigiert werden, aber diese Patienten haben lebenslange Defizite. Und wie gesagt, beide Erkrankungen, also die fehlende oder die Defekte bei der Schließung des Neuralrohrs vorne am Kopf oder auch am, im Spinal Cord, die können durch Defekte in der Funktion der Zilien hervorgerufen werden. Ist aber unklar. Und wir hoffen, dass wir durch unsere Arbeiten da einen kleinen Beitrag jetzt zu leisten konnten, um diese Frage eben zu beantworten. Und ich selbst habe jetzt mal eigenhändig auch die Holoprosenzephalie dazugefügt. Und da komme ich gleich auch zu und erkläre, was Holoprosenzephalie ist und warum ich das zugefügt habe. So, immer noch neue Fragestellungen. Wir bleiben bei den offenen Fragen. So, jetzt habe ich eine Familie mit Ziliopathien. Ich habe ein Gen, was ich identifiziert habe. Das ist hier zum Beispiel CEP290. Das ist ein Bestandteil des Ziliums. Und als Genetiker oder als klinischer Genetiker freut man sich, wenn man zum Beispiel eine große Familie hat, mit einer, also wo viele betroffene Patienten sind. Also man freut sich in dem Sinne, dass man das auch genetisch aufarbeiten kann. So, jetzt kommt aber die Schwierigkeit, die Patienten haben alle die gleiche Mutation, dieselbe Mutation in demselben Allel, in demselben Gen, haben aber eine sehr, sehr unterschiedliche Ausprägung des Phänotyps. Das ist hier dargestellt mit dem Schweregrad der Erkrankung. Da gibt es welche, die haben eine milde Ausprägung und einige Familienmitglieder, die wirklich eine starke Ausprägung haben. Das ist nochmal vielleicht etwas einfacher hier dargestellt. Ja, Vater ist Träger, Mutter ist Träger. Ein gesundes Kind, ein Trägerkind auch gesund. Zwei betroffene Kinder, eins mit einer milden Ausprägung, eins mit einer starken Ausprägung. Warum? Ich hatte aus New York letztens eine Mutter, die mich genau mit der Frage ganz verzweifelt angerufen hat. Warum hat mein eines Kind dieselbe Mutation, aber eine milde Ausprägung? Mein anderes Kind hat eine ganz, ganz starke Ausprägung. In dem Fall ging es Missbildungen des Gehirns. Ja, das können Umweltfaktoren sein. Da sagte die Mutter, nein, also die sind ja gleich aufgewachsen. Da können keine Umweltfaktoren die Rolle spielen. Epigenetische Faktoren können eine Rolle spielen, sind bisher wenig erforscht. Und was uns auch sehr interessiert, das sind Modifier-Gene. Diese Geschwister haben natürlich ein unterschiedliches Genom. Ja, also die haben, das sind ja keine monogenetischen Zwillinge. Das heißt, dieses Kind hat vielleicht ein Gen Z, was relativ stark exprimiert wird, während hingegen sein Geschwisterkind das gleiche Allel trägt, was aber ja, eine deutlich geringere Expression aufweist, also weniger Protein gebildet wird von diesem Gen. Das heißt, dass diese Gene wiederum ja einen Einfluss haben können auf das Krankheitsbild. Und das versteht man unter diesen Modifier-Genen. Ja, also diese modulierenden Gene. Und da, wie gesagt, unsere Genome alle etwas unterschiedlich sind, Transkription von bestimmten Allelen unterschiedlich sind, kann diese Gesamtheit wiederum eine bestimmte Krankheit, auch wenn sie monogen vererbt wird, modulieren.
Und das trägt noch weiter zu der ganzen Heterogenität bei und macht es uns noch schwerer, diese Erkrankungen zu verstehen. Aber man darf ja nicht aufgeben, man muss das eben versuchen zu analysieren. So, und mit dem Punkt würde ich jetzt auch mit dieser Einleitung enden und erklären, was wir hier am MDC versuchen, um eben genau diese Fragestellungen zu beantworten, die ich eben genannt habe. Sind da jetzt denn eventuell noch Fragen zu dieser Einleitung? Also ist jetzt allen ungefähr klar, was sind Zilien, wo finde ich sie, welche Rolle können sie bei Erkrankungen spielen? Also im Chat sind zwei Fragen gestellt worden. Ja. Einmal bezogen auf den Anfang war das, und zwar ob du oder ob dein Labor diese sogenannten Telefonkabel, wie du sie genannt hast, schon einmal angefärbt bzw. markiert hat und geschaut, was also sich daraus was entwickelt. Ja, würde ich sehr gerne. Wir wissen nicht, mit was man die färben könnte. Eventuell sind Zytoskelettbestandteile, also wie Aktin oder Tubulin, daran beteiligt. Haben wir bisher noch so nicht bestätigen können. Der Grund ist, wenn ich die in der Immunfluoreszenz anfärbe, dann kann ich nicht in diese hohe Auflösung gehen, die ich in der Elektronenmikroskopie habe. Ne? Dann, also in der konfokalen oder in der Lichtmikroskopie, sehe ich diese Telefonkabel nicht mehr, während ich sie in der Elektronenmikroskopie sehe. Als Struktur. Das Schwierige ist nur in der Elektronenmikroskopie, in der Rasterelektronenmikroskopie, die ich ja da genannt habe, in der man diese Strukturen sehen kann, kann ich keine Immunfärbung machen. Das sind Techniken, die jetzt kommen. Das heißt Correlative Light Electron Microscopy, wo man Elektronenmikroskopie genau mit dem verbindet. Also dass man auch in der Elektronenmikroskopie bestimmte Anteile oder bestimmte Faktoren in der Zelle anfärben kann. Das wird kommen und da liegt eine ganz, ganz große Hoffnung, dass man da eben auch Strukturen wirklich anfärben und damit auch funktionell beurteilen kann. Und das wird kommen, auch diese Technik wird hier am MDC gerade etabliert und da bin ich schon sehr gespannt, was wir da lernen können daraus. Aber ja, bisher können wir es noch nicht anfärben. Genau. Alles klar. Dann kam noch eine Frage, und zwar hat jede postmitotische Zelle nur ein Primärzilium? Ja, genau. Also die primären Zilien kommen in der Regel wirklich nur als ein Zilium vor. Es gibt, das haben wir gerade hier, wir arbeiten ja auch an den human-induziert pluripotenten Stammzellen. Und da hatte mein Postdoc Tamrat letztens Neurone differenziert aus diesen Zellen, hat die dann auf Zilien gefärbt. Dann meinte Annette, schau mal. Also da gab es in dieser Zellkultur einige Zellen, die hatten dann zwei oder drei Zilien. Das ist, denke ich, nicht normal. Das ist nicht die Regel. Das ist nicht die Regel. Okay. Es gibt bestimmte Stammzellen, da vermutet man, also gerade auch im Gehirn, es gibt ja im lateralen Ventrikel Stammzellen. Da können zum Beispiel die Neuronen für die Riechkolben neu gebildet werden, auch noch im Adulten, also noch im Erwachsenen. Ja? Wobei man ja eigentlich denkt, Neuronen, die können sich nicht regenerieren. Also zumindest in Mausmodellen haben wir auch in unserer eigenen Arbeit gezeigt, es gibt Stammzellnischen im Gehirn und da können durchaus noch Neuronen neu gebildet werden, auch nach Folgen, also im Erwachsenenalter. Und da gibt es von Kollegen Hypothesen, dass dort bestimmte Stammzellen sogar zwei Zilien haben könnten. Aber das ist eher die Ausnahme. In der Regel ein Zilium pro Zelle. Okay, gut. Dann kam gerade noch eine Frage rein. Und zwar, könnten Sie ein konkretes Beispiel einer Zilienfunktionsstörung und der daraus folgenden Krankheit geben? Also es wird ein konkretes Beispiel. Ja, also genau, zum Beispiel bei dem, da kann ich ja mal vielleicht zurückgehen hier auf dieses, das CAP-Protein, das ist zum Beispiel, ich hatte ja diese Transition Zone genannt. Das war hier.
Also es gibt ein oder auch AL13B. Wenn, das ist eine GTPase in der Membran des Ziliums. Wenn dieses Gen defekt ist, ja, also nicht mehr funktioniert, dann funktionieren auch viele dieser Transportmechanismen nicht mehr. Also dass wichtige Botenstoffe zum Beispiel hier wie smoothend in das Zilium transportiert werden. Dann gibt es posttranslationelle Modifikationen, die wichtig sind, Phosphorylierung etc. Und dann wird ein Signal gegeben zum Kern der Zelle, der dann weitere Signalwege in Gang setzt. Ja, also das sind sehr, sehr komplexe Signalwege, dieses Shuttling in das Zilium und Shuttling aus dem Zilium, um bestimmte ganz spezifische Signalwege in Gang zu setzen. Wenn dieses fehlt, dann zum Beispiel kommt es genau zu diesen polyzystischen Nierenerkrankungen. Ja? Also da gibt es unglaublich viele Gene, das hatte ich ja eben mal gezeigt, ich glaube in der Ziliopathie. Genau, hier sind auch diese Gene nochmal genannt. Zum Beispiel hier bei dem Bardet-Biedl ist das eine andere GTPase, AL6 ist genannt oder dieses BBS4, Bardet-Biedl-Syndrom gehen vor. Das sind Gene, die in der Transition oder Proteine, die in dieser Transition Zone lokalisiert sind. Und da sind viele Defekte in dieser Transition Zone. Das ist hier nochmal diese Transition Zone in diesem Bereich, der ist hier auch rot markiert. Wenn es hier zu Defekten kommt, kann das Zilium nicht mehr, das ist so eine Art Gatekeeper, ja, also hier wird entschieden, was kann rein und was kann raus. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann ist diese gesamte Balance gestört. Und dann kommt es, wie gesagt, zu diesen Erkrankungen, die hier genannt sind, mit dem Biedl-Bardet-Syndrom, wo die Niere nicht mehr funktioniert, zystische Niere. Es gibt hier, wie gesagt, auch dieses Gen ist auch in der Transition Zone, dieses RP-GRIP1L. Das ist auch ein Transitionsgen, also Transition Zone Gen, ein Protein in der Transition Zone. Wenn das defekt ist, gibt es dieses Meckel-Syndrom und da sind vor allem Leber, Herz und Knochen. Beim Herz zum Beispiel sind die Herzklappen nicht richtig ausgebildet. Ja? Also das sind alles kongenitale Erkrankungen, die eben schon mit Geburt auftreten. Okay. Ja? Darauf ist auch noch eine Frage gekommen, die lese ich mal auch ganz kurz vor. Erstmal danke für die Beantwortung der vorherigen. Für die Teilnehmer ist es auch möglich, dass sie ihr Mikrofon freischalten, um dann direkt eine Frage zu stellen. Ja, klar. Ich lese jetzt die nächste Frage erstmal im Chat vor. Und zwar, die bei den Ziliopathien zu beobachtenden Symptome, wurden diese bestimmten mutierten Genen zugeordnet? Könnte es nicht sein, dass diese Gene noch für etwas anderes kodieren, das dann die Symptome auslöst und die fehlenden Zilien nur ein Nebeneffekt sind und nicht die Ursache der Erkrankung? Das ist eine gute Frage, weil da werde ich nachher auch noch zukommen. Viele von diesen Genen sind spezifisch fürs Zilium. Okay. Gerade einige dieser Transition Zone, also das Protein, was von diesem Gen produziert wird, kommt dann wirklich auch nur in dieser Transition Zone des Ziliums vor. Für einige. Es gibt aber auch Gene, und deshalb hatte ich das ja auch eben gezeigt, die Zentriolen, also der Basal Body, der ja das Zilium aufbaut sozusagen, der als Produktionszentrum für das Zilium da funktioniert. Wenn es da Defekte gibt, dann ist natürlich auch der Zellzyklus betroffen und nicht nur das Zilium. Und da ist natürlich die Frage, kommt jetzt der primäre Defekt einfach von einem Defekt im Zellzyklus, im Zentrosom? Oder, da das Zentrosom nicht mehr richtig funktioniert, ist es der primäre Defekt das Zilium? Das ist in der Tat eine offene Frage. Und da werde ich nachher auch, also diese offene Frage haben wir selbst in unserem eigenen Forschungsvorhaben. Und versuche ich gleich mal tatsächlich an diesem Beispiel, was wir selbst herausgefunden haben, darzustellen. Vielleicht, also eine ganz klare Antwort auf die Frage,
Habe ich jetzt nicht, aber wir können das vielleicht gleich nochmal diskutieren anhand des einen Gens, was wir gefunden haben, was eben auch eine duale Funktion hat, unserer Meinung nach, im Zellzyklus, aber auch im Aufbau bzw. in der Stabilisierung des Ziliums. Okay, alles klar. Danke erstmal. Das wären dann alle Fragen aus dem Chat. Wenn jetzt keine weitere Frage kommt, dann würde ich sagen... Gehen wir jetzt mal ins Detail und gucken mal. So, also heute haben wir den Bären in leuchtendem Sonnenschein hier. Und wenn wir jetzt hier auf dem Campus wären, würden wir von dem leuchtenden Bären an der Bushaltestelle aber dann reingehen und würden uns dann zum Beispiel in das dunkle Mikroskoplabor setzen, wo dann zum Beispiel unsere Leute oder unser Team verbringt sehr, sehr viel Zeit an diesen Geräten. Das sind die sogenannten konfokalen Lasermikroskope, die eben die hochauflösende Bildgebung gewähren. Und das ist ein großer Schwerpunkt. Also wir machen sehr, sehr viel Mikroskopie. Ja? Das nur mal so als kleiner Beigeschmack, was wir jetzt gemacht hätten. Wir saßen letztes Jahr mit den Lehrern da zusammen und haben die Präparate unter das Mikroskop gelegt und uns dann live auch angeschaut. Da waren viele sehr begeistert und wollten gar nicht mehr aus diesem dunklen Raum raus. Das fanden die ganz toll. Finden wir auch immer noch. Also ich bin immer noch begeistert von diesen Bildern. Was analysieren wir? Wir beschäftigen uns in erster Linie mit kongenitalen Erkrankungen, des Spinal Cord und des Nervensystems. Also ich hatte ja eben schon die Spina Bifida angesprochen. Das ist jetzt nicht der absolute Schwerpunkt, aber durchaus auch diese Anencephalie. Also wenn sich einfach das Neuralrohr in der frühen Entwicklung, hier nochmal als Beispiel, ne, normalerweise rollt sich das hier so langsam auf und dann schließt es sich irgendwann hier vorne. Und wenn das eben defekt ist, kommt es zu dieser meine Maus ist zu sensitiv, kommt es zu dieser Anencephalie. Dann gibt es eine andere Erkrankung, eine andere kongenitale Erkrankung des zentralen Nervensystems und das ist die Holoprosencephalie. Was hier passiert, das Neuralrohr schließt sich, aber das Vorderhirn muss sich in zwei Hemisphären teilen. Und das ist hier ein bisschen schematisch dargestellt, diese beiden Hemisphären mit den Ventrikeln. Wenn die sich nicht richtig teilen, kommt es zu dieser Holoprosencephalie. Also das ist hier die ausgeprägteste Form, die alobare Form. Da sind die Ventrikel fusioniert. Und auch also die gesamte kortikalen Hemisphären sind komplett fusioniert. Es gibt keine rechte und linke Hemisphäre, nur noch eine und ein kommunizierendes Ventrikel. Da gibt es eine Abschwächung. Es gibt dann einige Fälle, da ist es zumindest noch teilweise getrennt, aber die vorderen Ventrikel sind immer noch komplett fusioniert. Und hier nochmal eine noch etwas mildere lobare Form. Also Holoprosencephalie kommt von ein Vorderhirnventrikel. Ja, das ist die Übersetzung Holoprosencephalus. Vielleicht haben einige Griechisch oder Latein, die können sich das dann übersetzen nachher. Assoziiert mit dieser Holoprosencephalie sind in der Regel immer kraniofaziale Defekte, also wie sich der Skull bildet. Und das ist zum Beispiel hier die drastischste Form, ist die Zyklopia, ja, wo dann eben Cyclops, also man hat nur ein Auge. Das, wenn man mal im Naturkundemuseum in Berlin war, da gibt es eine interessante Ausstellung von Tieren, die ja dann als merkwürdige Tiere dargestellt wurden. Das sind Embryonen, Löwen, kleine Löwenembryonen und die haben genau diese Fehlbildung. Also das kommt relativ häufig vor, muss man sagen. Ne? Und in der Gesamtheit sind zwar diese einzelnen kongenitalen Erkrankungen rare diseases, aber in ihrer Gesamtheit sind sie zum Beispiel mehr als zweimal so letal wie pädiatrische Krebserkrankungen in den USA. Die Risikofaktoren sind in erster Linie Alkoholmissbrauch in der Schwangerschaft, Rauchen oder aber auch Folatdefizienz. Ja? Ich weiß nicht, haben vielleicht einige von Ihnen selbst, falls Schwangerschaft vorhanden oder nicht vorhanden war,
vom Folat nimmt man als Supplement in der frühen Schwangerschaft. Genetische Ursachen, genau deshalb ist das ja bekannt, in dem Folatmetabolismus, Gene, die hier eine Rolle spielen, sind Risikofaktoren, wenn mutiert, weil eben dann der Folatmetabolismus gestört ist oder die Folataufnahme. Dann gibt es ganz andere Signalwege, wie zum Beispiel der Wnt Pathway, die eben dazu führen, dass es hier zu Neuralrohrschluss oder Holoprosencephalie kommt. Und natürlich gibt es eine Kombination von diesen Faktoren, also Environment, also Umweltfaktoren und genetische Faktoren. So, dann nochmal kurz zur Holoprosencephalie, weil die vielleicht wirklich weniger geläufig ist als Spina bifida zum Beispiel, was wahrscheinlich fast alle kennen. Wie gesagt, die kommt, Holoprosencephalie kommt relativ häufig in Schwangerschaften vor, also 1 bis 4 von 1000 oft gar nicht erkannt, weil, ich hatte eben erwähnt, Neuralrohrbildung in der 4. Schwangerschaftswoche, wenn da zu starke Defekte auftreten, wird das oft von der werdenden Mutter gar nicht erkannt und es kommt zu einem Abort, bevor man überhaupt weiß, dass man schwanger war. Allerdings gibt es auch Lebendgeburten für die Holoprosencephalie, die ist selten. Ja? 1 auf 2500 bis 16.000 Kindern wird ungefähr geschätzt. Assoziierte Fehlbildungen sind die Lippengaumenspalte, Polydaktylie und auch, das ist jetzt in einem neuen Artikel rausgekommen, Defekte in der Bildung des Herzens als Comorbidity. Und diese beiden Bilder, will ich jetzt nur schon mal darauf hinweisen, haben Sie ja eben schon mal gesehen. Ja? Lippengaumenspalte, Polydaktylie tauchte ganz prominent bei Ziliopathien auf. Und daher dachte ich, war es auch eine berechtigte Frage meinerseits, ist nicht eben auch die Holoprosencephalie vielleicht doch assoziiert mit einem Defekt bei Zilien? Lasse ich mal so als Frage offen, können wir am Ende nochmal diskutieren. Wie gesagt, auch hatte ich ja eben schon erwähnt, Alkohol, Nikotinmissbrauch oder Konsum in der Schwangerschaft. Und hier sind vor allem Gene, weil es das ventrale Neuralrohr vor allem betrifft, der Sonic Hedgehog Pathway. Also das Sonic Hedgehog ist ein Morphogen, was sehr, sehr wichtig ist für die frühe Entwicklung des ventralen Neuralrohrs. Und ein Gen, LRP2. Was ist das? So, LRP2 steht für Low Density Lipoprotein Receptor Related Protein 2. Echt kompliziert, ja. Also ich bleibe bei dem Namen LRP2, erkläre aber jetzt kurz, was das ist. LRP2 gehört zu einer Familie der LDL-Rezeptoren. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört. LDL-Rezeptor ist für die Aufnahme, ist hier dargestellt, von Cholesterin zum Beispiel verantwortlich. Ja? Also das ist sicher einigen geläufig. Und dann gibt es eben verwandte Mitglieder dieser Familie und LRP2 ist der größte zu unserem Leidwesen, weil wir mit so einem großen Protein arbeiten müssen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber es ist eben auch sehr spannend von seinen Funktionen. Und zwar wissen wir heute, dass diese ganzen Cell Surface, also diese Zelloberflächenrezeptoren, die binden und endozytieren Liganden und haben sehr unterschiedliche biologische Funktionen, teilweise auch in der Sortierung von Proteinen. Und wir wissen auch basierend auf Arbeiten in meiner Arbeitsgruppe und auch mit meinen früheren Chefs, dass diese Rezeptoren wichtig sind für die Signalübertragung. Ja, also nicht nur Endozytose und Aufnahme von Stoffen, sondern wirklich dann auch das Triggern von Signalwegen, was ganz wichtig ist für diese frühe Embryonalentwicklung. Ne, also LRP2, komplizierter Name. Im Endeffekt braucht man sich eigentlich nur zu merken, es ist ein Zelloberflächenrezeptor mit einer großen extrazellulären Domäne, Transmembrandomäne und eine kleine, aber doch wichtige intrazelluläre Domäne. Und da komme ich auch noch zu. Dieser Rezeptor endozytiert einiges, also er bindet einige Liganden. Und es ist immer noch nicht ganz klar,
in welchem Gewebe genau welcher Ligand wirklich absolut wichtig ist und was er genau macht. Aber einige Liganden, denke ich, haben wir identifiziert und da auch die genauen Interaktionen und Wechselwirkungen analysiert. So, wo kommt dieser Zelloberflächenrezeptor vor? Nochmal hier zurück auf diese Neuralrohrplatte oder Falten hier inzwischen. Also das hier raus entwickelt sich ja später der komplette Cortex, das komplette Gehirn und der komplette Kopf. Und wenn man das hier von der elektronenmikroskopischen Ebene auf die Immunfluoreszenzebene nimmt, wie gesagt, hier kann ich keine Strukturen anfärben. In der konfokalen Lasermikroskopie kann ich das. Ich habe dann natürlich nicht mehr diese hohe Auflösung in der Struktur, aber immerhin sehe ich jetzt meine Proteine. Also hier ist jetzt LAP2 mit Antikörpern angefärbt. Hier sieht man das in einem Querschnitt. Also da wurde dieses Gewebe quer geschnitten. Und hier sehe ich, dass dieser Rezeptor schön an der Oberfläche zu finden ist. Und hier ist das, wie gesagt, man schaut hier auf dieses Epithel drauf und mit ZO1, das ist ein Tight Junction assoziiertes Protein, kann ich die Zellgrenzen erkennen. Also das ist jedes hier ist eine Zelle. Hier sehe ich ein Cilium und hier sehe ich jetzt LAP2. Und hier kann man schon mal erkennen, da gibt es eine gewisse Assoziation. Ja, also LAP2 ist immer wie so eine kleine Wolke um das Cilium herum. Da komme ich auch noch zu, wie wichtig das ist. LAP2 wurde von uns jetzt schon seit vielen Jahren in der Maus analysiert. Wir haben Mäuse, die dieses Gen nicht mehr haben. Heterozygote Tiere kommen damit völlig gut klar. Die haben keine Defekte. Tiere, denen beide Allele fehlen oder auf beiden Allelen das LAP2-Gen fehlt, überleben nicht. Also die sterben während der Embryonalentwicklung. Ja, also und wir analysieren diese Tiere dann eben auch nur während der Embryonalentwicklung und nicht über die Geburt hinaus. Wie gesagt, die werden gar nicht geboren. Wie gesagt, hier ist es zu finden in der Maus und im Menschen. Was ist natürlich jetzt im Menschen bekannt? Das interessiert uns ja. Gibt es da eine Assoziation auch zum Menschen? Und es wurde tatsächlich auch im Menschen dieses Gen, also pathogene Varianten dieses Gen, wurden gefunden im Zusammenhang mit der Holoprosenzephalie und hier auch mit einem Syndrom, dem sogenannten Donnai-Barrow-Syndrom. Da sind einige Organe betroffen, unter anderem auch das Gehirn, die Gesichtsformation, aber auch zum Beispiel die Niere. Und das ist hier auch dargestellt nochmal, was mit der Gesichtsformation gemeint ist. Es gibt bei diesen Patienten Facial Clefting. Und erst relativ vor kurzem wurden pathogene Varianten des LAP2-Gens im Menschen auch assoziiert mit nicht nur mit kranialen Defekten, die zu Holoprosenzephalie führen, sondern eben auch zu Neuralrohrschlussdefekten. Wie gesagt, hier schließt sich das Neuralrohr, es teilt sich aber nicht in die beiden Hälften und hier schließt sich das Neuralrohr erst gar nicht. Es kommt zu Anencephalie oder wie gesagt dieser Spina Bifida. Und interessanterweise, und es ist eigentlich ein Glück für uns in der Forschung, werden diese Symptome in diesen LAP2-defekten Mausmodellen sehr, sehr gut reflektiert. Und dazu komme ich jetzt. So, also ich hatte ja erzählt, dass wir im Wesentlichen an den Embryonen arbeiten. Und das sind jetzt normale Mausembryonen hier zum Tag 9 der Entwicklung. Das ist hier der Kopf, der sich entwickelt. Hier diese Branchial Arches, da wird dann später der Unterkiefer. Hier ist das Herz, was sich noch im Looping befindet. Und hier entwickeln sich die Vorderbeinchen und hier die Somiten, der Schwanz. Das Ganze hier in der Vorderansicht. Dann haben wir das Ganze hier zu Tag 14,5. Da sieht man schon, dass es eine Maus werden soll. Hier mit der Schnauze, die Augen, Ohren. Und dann zu Tag 18 habe ich dann schon eigentlich recht erkennbar, was es dann wird, dass es eine Maus wird. Bei den LAP2-Mutanten haben wir ein Drittel der Tiere haben Defekte im Neuralrohrschluss. Das sieht man vielleicht hier schon ganz gut. Das sind exakt gleiche Stadien.
auch hier das sich entwickelnde Herz, die Vorderpfoten, die Hinterbeine. Und hier von der Frontalansicht sieht man deutlich den Unterschied. Ja, also hier kann sich das Neuralrohr nicht richtig schließen. Und das endet dann im Grunde, wie hier zu Tag 14, in dieser atypischen Exenzephalie. Also das Gehirn bildet sich zwar irgendwie weiter, aber es degeneriert völlig, weil es außerhalb des Schädels gebildet wird. Und dann habe ich zu E18,5 eine Anenzephalie. Und das sehen wir ja auch oft bei Patienten. Dann gibt es einen Teil dieser Tiere, die dieses offene Neuralrohr haben, aber die schaffen es im Verlauf der nächsten 1-2 Tage noch, dieses Neuralrohr zu schließen, bleiben aber massiv dilatiert. Also das sieht man hier im Vergleich zu diesem ganz normal gebildeten Vorderhirn. Also das hier ist das Vorderhirn, was später den kompletten Kortex bildet. Das sieht hier aus wie so ein Ballon. Also das ist komplett dilatiert und das sieht man dann auch hier in den Querschnitten. Das heißt, die schaffen es zwar dorsal, sich zu treffen, noch die Gehirn, die Neuralfalten, sind aber komplett dilatiert. Und dieser Defekt ist tatsächlich zu suchen hier im Bereich dieser dorsolateralen Neuralfalten. So, was sind jetzt die Ursachen für diese Fehlbildung? Und da ist dann Isabella, die Studentin, die jetzt auf diesem Thema auch gerade ihre Promotion abschließt nach 3 Jahren bei mir im Labor, hat sich der Sache angenommen und hat wiederum diese Rasterelektronenaufnahmen gemacht und hat da in einer wirklich detaillierten Arbeit verschiedene Stadien, also SOM heißt hier Somiten. Ich kann diese Tiere aufgrund ihrer einzelnen Somiten, die man noch zählen kann, wenn man sie präpariert, kann man die genau stagen, nennen wir das. Ja? Also wir können die genau einem ganz bestimmten Entwicklungsstadium zuordnen, indem wir diese Somiten zählen. Das ist sehr aufwendig, muss aber sein, damit ich hier eine Verlaufsserie auch reproduzierbar darstellen kann. So, wenn man die gleichen Stadien in den Mutanten anschaut, sieht man schon, dass diese Neuralfalten sich eben nicht richtig ausbilden können. Also dieses Uplifting passiert nicht und auch diese Evagination im Bereich der sich bildenden Augen funktioniert nicht richtig in diesen Mutanten. Das ist hier mal schematisch dargestellt, was passiert, wenn das Neuralrohr, was ja als Neuralplatte anfängt sich zu entwickeln, was passiert, wenn die sich auffaltet und dann letztendlich auch hier fusionieren muss. Die Zellen müssen sich in ihrer Form ändern. Und zwar müssen die hier diese Hinge Points bilden. Ja, hier ventral, aber auch vor allem, wir haben hier in unserem Fall ist es vor allem die dorsolateralen Hinge Points, die bilden sich nicht. Also die Zellen gehen hier tatsächlich in die falsche Form, also sie haben eine falsche Morphogenese des Gewebes. Das sieht man jetzt hier nochmal an diesen Querschnitten. Die sind hier angefärbt für Dapi, also für die Kerne, und für Tubulin, also eine Zytoskelettstruktur. Die Kontrollen falten sich hier auf und schaffen hier diese Hinge-Points zu bilden und dann letztendlich das Neuralrohr hoch zu liften und dann auch zu schließen. Das schaffen die Mutanten eben nicht. So, um dem weiter jetzt auf den Grund zu gehen, was der Hintergrund ist, haben wir dann mit Laboren zusammengearbeitet. Hier, ich habe eben gesehen, eine Lehrerin aus Stuttgart, also Kerstin Feistel, ist an der Universität Hohenheim, hat dort ihre Arbeitsgruppe, und John Wallingford ist aus Texas, Austin, Texas. Wir kennen uns schon viele Jahre und haben dann zusammengearbeitet. Und die beiden Labore arbeiten an Xenopus, also am Krallenfrosch. Manchmal kommen ja sogar Krallenfrösche als Modelle in die Schule. Ich weiß nicht, ob einige von Ihnen das auch schon machen konnten mit den jetzigen Bestimmungen zum Arbeiten an Vertebraten. Wahrscheinlich eher unwahrscheinlich geworden. Früher war das, glaube ich, noch eher die Regel. So, wenn man jetzt diese Froschembryonen, also diese Kügelchen hier, das sind ja dann die sich entwickelnden Froschembryonen, man kann die manipulieren.
Also es gibt jetzt keine, also es gibt zwar schon Knockout-Frösche, also defiziente Frösche für LAP2, aber was Kerstin Feistel hier gemacht hat, sie injiziert in die sich entwickelnden Froschembryonen auf eine Seite die sogenannten Morpholinos. Das sind DNA-Analoge, die es verhindern, dass die RNA translatiert wird. Und das eben spezifisch für LAP2. So, wenn sie das macht, und sie kann das auf einer Seite injizieren, die andere Seite dient als Kontrolle, dann sieht man, dass sich das Neuralrohr nicht wie die Kontrolle hier schließt. Ja, es bleibt flach und offen. Wenn man das auf beiden Seiten macht, bleibt das gesamte Neuralrohr offen. Und das ist hier nochmal in einer anderen Ansicht. Die Kontrolle, die Morpholino-Injizierten, also LAP2-defiziente Seite, die bleibt offen und flach. Und man kann das so ein bisschen retten, indem man dann wieder ein Konstrukt injiziert, was LAP2 bildet. Das fanden wir sehr spannend, weil das eigentlich zeigt, dass diese Funktion von LAP2 bei dem Aufrollen des Neuralrohrs konserviert ist zwischen Frosch und Maus, also in den Vertebraten und wahrscheinlich eben auch im Menschen. Dann haben wir weitere hochauflösende mikroskopische Bilder gemacht. Das sind die Arbeiten von Isabella. Da hat sie jetzt im Wildtyp mit die Zellumrandungen sich genau angeschaut, bei dieser Aufsicht jetzt auf die Neuralplatte. Und in den Mutanten sieht das schon, also da braucht man gar nicht groß zu analysieren, da sieht man schon die Unterschiede. Das sieht schon sehr anders aus, also viel größer sind hier die Zelloberflächen, ne? Und genau das ist der Fall. Sie hat das alles genau vermessen. Da kann man auch Programme zu Hilfe nehmen, die diese Zelloberflächen-Area vermisst und das dann statistisch auswertet. Und in den Kontrollen sind diese Zelloberflächen deutlich kleiner als in den Mutanten. Und das Gleiche ist der Fall im Frosch. Auch hier sind die Zellen, die Morpholino injiziert ist, haben eine deutlich größere Zelloberfläche als die Kontrollseite. Und das ist hier nochmal in live auch dargestellt. Und zwar Kerstin injiziert Live-Act, um die Zellen sichtbar zu machen, dann das Morpholino. Und das ist die Kontrollseite. Die Kontrollseite, da machen die Zellen diese sogenannte apikale Konstriktion. Das sieht man hier schön. Oder auch hier, die Zellen werden kleiner in der Oberfläche, sie konstrikten. Und dadurch, sie verändern ihre Zelle. Die apikale Oberfläche wird viel, viel kleiner. Und dadurch kann das gesamte Gewebe auch sich in seiner Form ändern. Und die Kontrollseite macht das eben nicht. Die Morpholino-injizierte, also LAP2-defiziente Seite, macht das nicht. Die können eben nicht diese apikale Konstriktion machen. Ich kann das gerne noch mal kurz abspielen, dieses Video. Also Injizierung eines Cell Tracers, dass man die Zellen erkennen kann, dann die Morpholino-injizierte Seite und dann wird das Ganze unter dem Mikroskop live geimaged. Ja, ein kleines Video dann davon zusammengestellt und hier konstriktieren die Zellen, die Oberfläche verengt sich, nicht in den Mutanten. So, jetzt haben wir also gelernt aus diesen Modellen, dass die Zellen der Mutanten schaffen es nicht, einen Flaschenhals zu formen. Ja, also das bleibt eine offene, große Blumenvase und kann keinen Flaschenhals formen. Aber genau das ist eben wichtig, dass sich das Gesamtgewebe in seiner gesamten Morphologie verändern kann und diese Hingepoints sich formen können. So, und was hat das jetzt mit dem Cilium zu tun? Hier ist jetzt mal AL13B, also dieses Membranprotein in den Zilien mit einer das ist jetzt Super-Resolution-Imaging, also nicht mehr hochauflösend, sondern super auflösend. Das ist Stimulated Emission Depletion Microscopy, also die ist nochmal deutlich hochauflösender. Ich kann hier das Cilium genau erkennen und hier LAP2. Und ich hatte ja eben schon erwähnt, LAP2 sitzt immer wie so eine Wolke wirklich um das Cilium herum. Wenn ich das jetzt in der Immungold-Labeling mir anschaue. Also man kann in der
Transmission-Elektron-Mikroskopie auf diesen ultradünnen Schnitten kann man das tatsächlich mit Gold labeln, die Antikörper, und dann LAP2 hier auch erkennen. Sitzt das tatsächlich hier in dieser Pocket und dann hier in diesen endozytotischen Vesikeln immer um das an dem Zilium, an der Basis des Ziliums. Also das hat schon eine ganz konkrete Rolle hier direkt an der Basis des Ziliums. Also das lässt zumindest diese Lokalisation schon darauf schließen. Und dann würde es jetzt allerdings diese Vorlesung, glaube ich, komplett sprengen. Wir haben in der Maus und Kerstin und John im Frosch viele weitere Versuche gemacht, viele weitere Immunfärbungen, aber auch funktionelle Analysen mit diesem Morpholinus, um Gene auszuschalten, aber auch Gene wieder anzudrehen. Und haben dann eben, kamen zu diesem Schluss, dass, wie gesagt, es ganz, ganz wichtig ist, dieses Protein, damit diese Zellen von dieser großen Oberfläche auf diese constricted, also verengte Oberfläche kommen, um in diese richtige Form zu kommen und eben diese Hinge Points zu formieren. Und dann hatte ich eine Studentin, die gerade jetzt im Oktober letzten Jahres neu angefangen hat, gebeten, mal ein Modell zu malen, für das, was wir da publiziert haben. Das ist jetzt im Januar rausgekommen, dieses Manuskript. Weil es ja, wie gesagt, eine ganz komplexe Arbeit war mit vielen verschiedenen Faktoren, die da eine Rolle spielen. Dann hat Sherman dieses Modell gemalt und ich fand das ganz toll. Sie hat es nur hier, das ist nicht ganz richtig, ne? Also das LAP2 muss hier weiter in dieser Pocket sitzen und nicht daneben. Das ist das Zilium. LAP2 sitzt hier wirklich am Zilium. Und das ist jetzt das Wichtige, hier dient es sozusagen als Anker. Also dieser kleine zytoplasmatische Teil dieses riesigen Proteins dient als unglaublich wichtiger Anker für sogenannte Scaffold, also das Gerüstproteine. Das heißt hier, das ist Nerve. Dann mit Wangel zusammen an der Membran gibt es dann einen Komplex zum Zytoskelett, zum Aktin-Zytoskelett und dann auch Querverbindungen zum Tubulin-Zytoskelett. Das ist jetzt wirklich ziemlich kompliziert und wir haben bisher auch nur ansatzweise eine genaue Idee. Also das ist befestigt, dieses Zytoskelett, dieses Scaffold, das besteht. Diese Verbindung genau zum Aktin-Zytoskelett, die ist noch ein bisschen hypothetisch. Da sind wir gerade dabei. Was man aber jetzt aus dieser ganzen Arbeit schlussfolgern kann, dass LAP2 hier wirklich als Gerüstprotein am Zilium absolut wichtig ist, um diese ganze Kaskade der verschiedenen weiteren Proteine, Aktin, Myosin, bis hin zu den Zell-Zell-Kontakten zu regulieren. Also es ist ein richtiger, wichtiger Ankerpunkt, um hier den Zellen zu sagen, jetzt bitte verengt euch. Ja? Und was wir auch vermuten von früheren Arbeiten aus unserem Labor, dass das in einem gewissen zeitlichen Einklang passiert mit der Funktion von LAP2, hatte ich ja eben genannt, als endozytotischer Rezeptor. Ja? Also LAP2 hat ja diesen kleinen intrazellulären Bereich, als Scaffold-Anker, als Gerüstanker. Er hat aber auch ja diesen unglaublich großen extrazellulären Bereich. Und der ist ja wichtig, um Liganden zu binden und dann in die Zytose zu gehen. Und das macht LAP2 mit Folat. Ja? Ganz wichtig für die Neuralrohrbildung, Folat. Also LAP2 ist ein Rezeptor, der Folat-Bindeproteine mit dem Folat zusammen in die Zelle aufnimmt. Und wir vermuten, und daran forschen wir jetzt gerade auch weiter, dass es hier einen kausalen Zusammenhang gibt. LAP2 am Zilium muss genau koordinieren, wann es Folat aufnimmt und wann es dann der Zelle signalisiert, so, jetzt habe ich Folat, jetzt ist diese Signalmaschinerie in Gang gesetzt und jetzt, bitteschön, liebe Zelle, kommt unser Gerüst und jetzt geht es in diese Konstriktion, sodass man diese Bottleneck, also diese Flaschenhalszellen bilden kann. Ja? Also das ist bekannt, die Verbindung hier, da sind wir jetzt dabei, das zu erforschen und zwar auch weiter mit vereinten Kräften mit Stuttgart und Texas. Und sind gespannt, was da rauskommt. Das kann wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, bis wir da wieder
was publizieren können. Aber eine sehr, sehr spannende Fragestellung, eigentlich auch eine ganz offene Fragestellung in diesem Feld in der Forschung zurzeit. Ich würde jetzt noch mal kurz zu einem weiteren Thema kommen. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir schon haben. Oh, spät. Gibt es dazu jetzt noch mal Fragen? Also im Chat sind jetzt, also ich sehe jetzt im Chat gerade keine, aber falls die Teilnehmer Fragen haben, dann können sie auch direkt stellen, einfach durch die Freischaltung des Mikrofons. Dann würde ich jetzt noch mal kurz, also jetzt haben wir abgearbeitet, wie das Psyllium, wie wichtig das Psyllium sein kann als Ankerplatz, um die Zelle zu einer richtigen Form zu bringen und was Defekte machen, wenn eben LAP2 nicht da ist, kann eben auch das Psyllium nicht als Ankerplatz dienen, um diese apikale Konstriktion zu signalisieren. Ja, also hier ist das Psyllium wirklich ein wichtiger Ankerplatz. Ich hatte ja gesagt, die Holoprosencephalie ist ja ein anderer Aspekt, der bei unseren Mäusen auch auftritt. Das ist jetzt hier dargestellt. Also die Tiere haben nach wie vor diese dilatierte dorsale Mittellinie. Sie haben aber starke Defekte auch im Bereich der ventralen Bildung des Neuralrohrs, die dann eben zu dieser Holoprosencephalie führt. Das sieht man hier, ja. Also die kortikalen Hemisphären, die sind ja hier komplett getrennt. Die olfaktorischen Bulbi, also die Riechkolben, die beiden Cortex-Hemisphären, die sind hier gar, also Riechkolben sind gar nicht ausgebildet und die Hemisphären sind fusioniert und das sieht man hier auch im Querschnitt, nur noch ein lateraler Ventrikel. Und das Ganze liegt jetzt wiederum, jetzt diese Schnitte kennen Sie ja inzwischen, ne? Also das sind die Neuralfalten zu E8. Wir haben eben im Wesentlichen ja von den dorsalen Defekten gesprochen. Jetzt gehen wir mal eine Stufe tiefer in das ventrale Neuroepithel und hier spielt eben Sonic Hedgehog, also dieses Morphogen, eine große Rolle im Neuroepithel, unterlegt hier von der Precordal Plate, also dem mesodermalen Gewebe. Das ist ganz wichtig, um dem Neuralrohr zu signalisieren, hier, du musst zwei Hemisphären bilden, ja, also diese Hemisphären separieren. In den Mutanten haben wir kaum Sonic Hedgehog und deshalb bilden die eben auch diese Holoprosencephalie. Ja, also neben einerseits haben sie diese fehlende dorsale Neuralrohrschluss, die Tiere, die es schaffen, überhaupt das Neuralrohr zu bilden, zu fusionieren, also zu schließen, die haben aber alle trotzdem eine Holoprosencephalie. Also die bilden keine Separierung der kortikalen Hemisphären. Und das ist aber ein ventrales Problem, Sonic Hedgehog. Und da haben wir damals auch schon vor einer Weile ein schönes Modell publiziert. Da komme ich jetzt wieder hier auf dieses Psyllium zurück. Also LAP2 hier in dieser Tasche des primären Psylliums. Und hier fungiert es eben als Co-Rezeptor für Patched. Patched ist ganz wichtig für die Aufnahme zusammen mit LAP2 von Sonic Hedgehog. Und Sonic Hedgehog ist ganz eng an das Psyllium. Also das primäre Psyllium ist unter anderem auch absolut bekannt dafür, dass es der Signaling Hub ist für Sonic Hedgehog. Ohne primäres Psyllium gibt es eigentlich auch keine ordentliche Sonic Hedgehog-Signalkaskade, weil Sonic Hedgehog triggert hier das sogenannte Smoothen-Protein und dann die Transkription letztendlich im Kern von wichtigen weiteren Genen, die Vorderhirnentwicklung vorantreiben. Und wie gesagt, LAP2, nochmal hier ganz groß dargestellt, ist eben ganz, ganz wichtig, hier an der Basis, in der Pocket des Psylliums Sonic Hedgehog aufzunehmen und dann zu recyceln. Das sieht man hier auch schön. Also Sonic Hedgehog, das sind hier diese endozytotischen Vesikel, die wandern dann wieder hier zur Membran und nehmen wieder Sonic Hedgehog auf. Durch dieses Recyceln von Sonic Hedgehog habe ich hier eine ganz effiziente, hohe Konzentration an Sonic Hedgehog und die ist ganz wichtig zu diesem spezifischen Zeitpunkt, um genau das zu bewirken, was diese Zellen da gerade brauchen, um sich zu spezifizieren. Wenn da rein zeitlich ein bisschen was schief geht, bildet sich kein ordentliches
keine ordentliche geteilten kortikalen Hemisphären. Also dieser Prozess ist enorm wichtig dafür. Jetzt hatte ich ja aber, um nochmal auf diese andere Problematik zurückzukommen, warum gibt es auch bei monogenen Erkrankungen in Familien Mitglieder, die eine starke Ausprägung haben und Mitglieder, die eine eher milde Ausprägung haben? Genau das gibt es auch beim Donnai-Barrow-Syndrom, dem also pathogene Varianten von LAP2 zugrunde liegen. Es gibt Familienmitglieder mit eher milden kraniofazialen Defekten, diese typischen weit auseinanderstehenden Augen. Es gibt aber auch Familienmitglieder, die einen fehlenden Corpus callosum haben, also starke Hirndefekte. Warum? Ja, environmental, also Umweltfaktoren können eine Rolle spielen, aber wie gesagt, eben auch diese genetischen Modifier. Und wir haben das versucht, in der Maus zu beantworten. Warum? Dazu haben wir, muss ich sagen, es gibt eine spezielle Linie, die LAP2-Mutanten auf Black Six, ich nenne die jetzt mal nur Black Six-Hintergrund, das sind schwarze Mäuse, Inbred Strains. Wir haben die zurückgekreuzt, also kongene Linien auf FVBN-Hintergrund, also ein anderer Mausstamm. So, und was passiert dann? Das sind die Black-6-Mäuse, Holoprosencephalie, und das sind die FVBN-Mäuse. Die sind eigentlich ganz happy, also die sind völlig normal. Die haben keine Holoprosencephalie. Also das fanden wir erstmal wirklich enorm. Die haben geteilte Vorderhirnhemisphären. Die haben trotzdem diese dilatierte dorsalen Part, der ist konserviert. Ja, das kommt auch bei denen vor, aber sie haben keine Holoprosencephalie. Und auch die F1-Generation, das kann ich jetzt aber aus Zeitgründen ein bisschen überspringen, das wird zu genetisch, sind völlig normal. Ja, also das FVBN-Genom hat hier einen dominanten Effekt, einen dominanten positiven Effekt, der es zulässt, dass diese Erkrankung sich nicht ausprägt. Und das ist voll penetrant. Ja? Das sehen wir in allen Mäusen. Nicht 80%, 70%, nein, 100% der Black Six haben die Erkrankung, 100% FVBN haben sie nicht. Die sind komplett normal in der Teilung der kortikalen Hemisphären. Dann mache ich mal einen kurzen Schlenker zum Herz. Ich hatte ja eben gesagt, Holoprosencephalie und auch viele Ziliopathien haben Herzdefekte. Das sehen wir auch bei den Black-6-Mäusen, bei den schwarzen Tieren. LAP2, die haben einen sogenannten Common Arterial Trunk. Wenn sich das Herz bildet, habe ich einen linken und einen rechten Ventrikel. Ich habe eine Ascending Aorta, also die aufsteigende Aorta, und ich habe die Lungen, Pulmonary Artery. Ja, also diese beiden großen Ausflussgefäße. Sieht man auch hier nochmal. Hier sind die eingefärbt mit einem Farbstoff. Das habe ich hier nicht. Die sind fusioniert. Ich habe nur einen auskommenden Ausflusstrakt. Und das ist natürlich eine schwere kongenitale Erkrankung, kommt auch bei Kindern häufig vor. Und das ist bei diesen LAP2-Mutanten immer der Fall. Die haben alle diesen Herzdefekt. Die FVBN-Mäuse haben das nicht. Die sind völlig normal. Die haben einen ganz normalen Ausflusstrakt. Ja, also die haben diese aufsteigende Aorta und die haben die Lungenarterie. Ganz normal getrennt in allen Mäusen. Wir wissen den Mechanismus dafür noch nicht, aber wir haben uns erstmal auf das Hirn spezialisiert. Aber ich fand das noch sehr faszinierend, dass auch das Herz komplett gerettet wird, sozusagen in diesen FVBN-Mäusen. Bei dem Hirn hatte ich ja gesagt, ist das Sonic Hedgehog ganz, ganz wichtig. Wir waren wirklich glücklich zu sehen, dass in den FVBN-Tieren Sonic Hedgehog ganz normal ausgeprägt ist. Also die Rettung dieses Phänotyps liegt tatsächlich in der Rettung, in der Wiederherstellung der Funktion von Sonic Hedgehog. Also der Zilienfunktion, ja. Und das ist natürlich die Frage, was sind das für Faktoren, die jetzt dazu führen, dass obwohl LAP2 weg ist, in diesem Mausstamm, habe ich einen ganz normalen Sonic Hedgehog Pathway, aber nicht in den Black-6-Tieren.
Also was sind diese Faktoren? Was spielt hier eine Rolle? Ja, das ist ein bisschen wie eine Nadel im Heuhaufen, danach zu suchen. Man kann da sehr komplexe Genetik machen, auch mit den Mäusen. Wir haben uns dagegen entschieden und die Gründe liegen ein bisschen auf der Hand. Es ist Wahnsinn. Also wir sind hier als Institut natürlich auch sehr daran interessiert, uns an die 3R zu halten, also Refinement, Reduction, Replacement, also möglichst wenig Tiere in unsere Forschung einzubeziehen. Und das war auch hier das Ziel. Wir wollen nicht so viele Tiere, um eine große genetische Studie anzulegen. Also haben wir uns dafür entschieden, die RNA, also das Transkriptom dieser Tiere, komplett durchzusequenzieren. Das ist ein bisschen teurer, nutzt aber einfach weniger Tiere. Und diese komplexe Genetik und das Filtern dieser Analysen und die ganzen Programme, das würde jetzt wirklich alles sprengen. Aber wir haben hier Kandidatengene rausgefiltert, die eben in den FVBN-Tieren ganz anders exprimiert werden als in den Black-6-Tieren. Ja, also es gibt hier starke Unterschiede in diesen Stämmen, welche Gene wie hoch exprimiert werden. Das hat auch nichts mit dem Genotyp, nichts mit der LRP2-Funktion zu tun. Das ist wirklich nur abhängig von diesem Stamm. Ja, das heißt, ich habe in den FVBN-Mäusen eine hohe Expression, zum Beispiel dieser Kinase, in den Black-6-Mäusen kaum, unabhängig vom Genotyp. TUBA1C, hoch exprimiert in Black-6, ganz niedrig exprimiert in diesem FVBN-Stamm. Und dann kommt jetzt ein Gen, was ich eben aufgrund dieser Ziliengeschichte und auch die Frage, die vorher kam, dann eben nochmal kurz näher beleuchte, PDG1, Sekurin. Hoch exprimiert in FVBN, unabhängig vom Genotyp, ja, niedrig exprimiert in den Black-6-Tieren. Könnte also diese hohe Expression dieser Gene, zum Beispiel hier ULK, die Kinase und PDG1, dazu führen, dass dieser Phänotyp sich in diesem Stamm nicht ausprägt? Ich denke, ja, teilweise. Es gibt sicher noch andere Gene. Was ist zu diesen Genen bekannt? Interessanterweise sind keins dieser Gene ist mit dem Hedgehog-Pathway bisher assoziiert worden. Und auch PDG1 hat, man weiß nichts zur Gehirnentwicklung. PDG1 ist ein Onkogen. Ganz viele Publikationen zur Zellzyklusregulation. Genau, und ULK4, ja, da gibt es Publikationen zu Cortical Development. Was alle drei gemeinsam haben, ist die Assoziation zu Tubulin. Und wie gesagt, Tubulin ist ja der Hauptbestandteil des Axonems, unter anderem, also des Zytoskeletts des Ziliums. Wir haben dann das jetzt nur mal beiläufig auch festgestellt, dass diese Gene PDG1, also Sekurin und ULK, tatsächlich in Zellkulturexperimenten, wenn hoch exprimiert, den Sonic Hedgehog Pathway triggern, also verstärken können. Da gibt es ganz spezielle Experimente, die man in der Zellkultur machen kann. Das wäre jetzt zu kompliziert, das zu erklären. Das haben wir nachgewiesen. Das war schon mal ein erster Schritt voraus. Warum kann aber jetzt PDG1 Sonic Hedgehog stimulieren? Ich hatte ja erklärt, PDG1 ist Sekurin. Das ist wichtig in der Metaphase dafür, dass sich die Schwesterchromatiden nicht frühzeitig separieren. Nach der Zytokinese wird Sekurin PDG1 eigentlich ubiquitiniert, laut allen Forschungsartikeln, die wir bisher gelesen haben, und abgebaut. Wie kann es dann also ins Zilium oder am Zilium Sonic Hedgehog beeinflussen? Das war die große Frage. Dann hier nochmal, wie gesagt, die mitotischen Spindel. Da ist eben Sekurin ganz wichtig, um die Schwesterchromatiden hier zu trennen. Gemäß dieser Funktion von Sekurin, PDG1 im Zentrosom, sehen wir es auch hier. Also Gamma-Tubulin färbt die Zentrosomen. Das sind hier Zellen in der Zytokinese, in der Zellteilung. Und hier ist auch PDG1 zu finden. Also das passte. Aber wie gesagt, was macht das am Zilium, wenn es doch eigentlich abgebaut wird? Es wird aber zumindest in unseren Forschungsergebnissen
nicht abgebaut. Wir finden PDG-1 nach der Zellteilung auch im Zilium. Das ist hier dargestellt. Ja. Das haben wir dann auch nochmal weiter hier dargestellt. Acetyliertes Tubulin färbt die Zilien. PDG-1 ist hier an der Basis des Ziliums im Schaft des kompletten Ziliums zu finden. Also es wird in unseren Händen eben nicht abgebaut, sondern ist im Zilium zu finden. Das sind jetzt Fibroblasten. Wenn man da jetzt mal drüber nachdenkt, und deshalb hatte ich das eben auch nochmal genau erklärt, in der Zellteilung spielen ja diese Zentrosomen, also die Zentriolen, eine große Rolle. Und nach der Zytokinese gehen ja eben diese Zentriolen zur Zelloberfläche und bilden als Basal Body, also die Mutterzentriole, das Zilium. Es ist also gar nicht so abwegig, dass zentrosomale Proteine, die an der Zellteilung beteiligt sind, auch eine Funktion bei dem Aufbau, beim Assembly und Disassembly des Ziliums haben können. Also das ist gar nicht so abwegig. Und wir denken, dass das eben auch für PDG-1 der Fall ist. Daher, wie gesagt, PDG-1-Sicurin, ja, es ist ein zentrosomales Protein, das können wir auch nachweisen. Es ist aber auch ein Bestandteil des primären Ziliums. Und daher gibt es klare Evidenz dafür, dass es eben auch beim Sonic-Hedgehog-Pathway eine Rolle spielt. Hier ist das nochmal das Ganze im Neuroepithel dargestellt. Auch hier finden wir PDG-1 im primären Zilium in beiden Stämmen, ja, also in den Black-6-Tieren, aber auch in den FOBN. Hier in der Immunogold finden wir es auch ganz klar im Zentriol, also in dem Mother-Centriol, aber auch im kompletten Schaft des Ziliums. Es spielt also durchaus hier in der Dynamik des Aufbaus der Tubulinstruktur des Axonems wahrscheinlich eine verstärkende Rolle oder eine protektive Rolle für das Zilium, sodass Sonic Hedgehog hier einfach effizienter agieren kann. Das ist unsere Hypothese bisher für PDG-1. Interessanterweise, zum kleinen Abschluss, das zeigt eigentlich, wie engmaschig die Rolle des Ziliums ist und wie viele verschiedene Proteine, die wir bisher noch gar nicht kennen, durchaus eine Rolle im Zilium spielen und wie diese Faktoren auch Krankheiten eine Prädisposition für eine Krankheit geben können, eine monogene Krankheit oder eben eine Krankheit tatsächlich retten können, wenn sie eben höher exprimiert werden. Wir postulieren nicht, dass das jetzt nur PDG-1 ist. Das ist sicher eine ganze Gruppe von Genen, die hier diesem Stamm diesen Vorteil gibt. Aber PDG-1 hat wahrscheinlich auch einen großen Anteil daran. Interessanterweise, das haben unsere Studenten so beiläufig festgestellt, haben diese Black-6-Mäuse im Neuroepithel deutlich längere Zilien als FVBN-Tiere. Also da gibt es eine Heterogenität, die bisher eigentlich gar nicht so erwartet wurde. Und wahrscheinlich unterscheiden sich auch die Zilien von Ihnen, von meinen, im selben Organ in der Morphologie, in der Länge. Also das ist, die sind heterogener, diese Zilien, als wir erwarten und daher wahrscheinlich auch in ihrer Auswirkung auf den Signalweg unterschiedlicher, als wir denken. Und haben daher auch eine wichtige Rolle bei der Predisposition für Erkrankungen. Wenn ich auch jetzt an das Flimmerepithel denke, multiple Zilien, da gibt es sicher auch eine große Heterogenität. Vielleicht haben einige da auch einen Benefit, gerade bei der Infektion jetzt zum Beispiel mit SARS-CoV-2, Flimmerepithel, Nasenepithel. Gibt es da vielleicht Strukturen, die die Aufnahme des Virus unterstützen, andere eher abwehren. Das ist eine Hypothese, aber ich denke, da gibt es eine große Heterogenität unter den Individuen. Das ist jetzt nur nochmal so ein Abschluss-Conclusion-Slide, also dass wir hier festgestellt haben, dass verschiedene Stämme mit ihrer unterschiedlichen Transkriptomausprägung eine Prädisposition herstellen können für eine Erkrankung oder eben auch für die Nichterkrankung trotz derselben pathogenen Genvariante.
In unserem Fall ist das Ganze wahrscheinlich auf der Tubulindynamik basiert, die dem Psyllium einen Vorteil gibt für einen effizienteren Sonic-Hedgehog-Pathway. Und der Ausblick, was wir machen wollen, wir wollen das Ganze auch in anderen Stammzellnischen, auch in adulten Zellen, Neurone haben auch PDG1, wollen wir das Gen noch weiter untersuchen und dann eben auch in der Relation, wie gesagt, näher beleuchten zu den Erkrankungen, eben auch in Cancer, weil PDG1, wie gesagt, ist eigentlich ein Onkogen und diese Connection zum Psyllium macht es natürlich nochmal spannend oder interessant, in dieser Richtung weiter zu forschen. Ja, das ist mein Team. Tamra ist Postdoc. Isa hat im Wesentlichen, also ist Erstautor auf beiden Publikationen. Mireia aus Spanien hat ein anderes Projekt mit mechanosensitiven Rezeptoren, die wir in der Neuralentwicklung anschauen. Sherman wird die Arbeit von Isa weiterführen und Schwang beschäftigt sich mit dem Windsignalweg. Ja, danke schön.